Heute heißt es mal wieder nicht die Schulbank drücken, sondern wir werden eine eigene Schule aufbauen. Eigene Tycoon ist geclaimed. Wir machen einen Printer, einen Drucker. Geil. Das sind diese Kopien einer Kopie, einer Kopie, einer Kopie, die wir jetzt anfertigen. Können wir das jetzt hier... Okay, wir drucken jetzt 6. Das ist super. Wir drucken 6 für die Schüler und das ist perfekt, weil ihr wisst ja alle, mit 6 ist sehr gut leben, ne? Was können wir denn hier machen? Können wir hier einsammeln? Click to collect homeworks. Okay. Wir gehen jetzt einfach rein. Ach so. Also wir müssen die anklicken, dafür kriegen wir Geld. Geil. Für 6 kriegen wir einfach $75. Können wir das hier mal eben kaufen? Was kriegen wir jetzt? Oh mein Gott, eine Baseplate. Da nimmt unsere Schule schon richtig Form an. Nur ein paar Container draufklatschen und dann können hier auf jeden Fall schon Leute leben. Was ist das hier denn? Hier ist eine Kiste. Können wir die schon nehmen? Touch to claim. Was haben wir bekommen? Ich weiß es nicht. Geld, denke ich. Geld ist immer Base Structure für... Na, 100 oder $300. Wir sammeln erstmal nochmal ein paar 6 ein. Alter Schwede, gibt es irgendwie so ein Auto-Collect oder so. Das ist ja super nervig, die alle einfach immer anzuklicken. Was haben wir denn hier? Pillars, da. Was ist hier denn? Für $400 können wir uns hier noch einen Printer. Ist das jetzt zufällig einer? Oh mein Gott, der macht aus den 6 tatsächlich ein D. Aber irgendwie... Oh mein Gott, ja. 6. D. Das ist ja perfekt. Ist das dann eine 5? Weiß es nicht. Auf jeden Fall schon viel, 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 viel besser an der Stelle. Als 6. Und dann kriegen wir vielleicht auch ein bisschen mehr Geld. Was kriegen wir denn aus dem hier? $100 schon raus. Mein Gott, das lohnt sich ja wirklich richtig krass. Kaufen wir schon mal hier ein paar Wände hin, weil Fenster sind total überbewertet. Gerade in der Schule, Digga. Ihr seid hier, um für mich zu arbeiten. Ihr müsst Geld verdienen. Ihr bringt mir nämlich Geld. Ihr müsst nicht rausgucken. So, das ist nämlich eine Drillschule, in der wir hier sind. Hier werden wir drauf gedrillt, wie man Enten richtig füttert. By the way, Leute, rund 80% von euch sind noch keine Abonnenten. Das würde ich gerne ändern, denn gerade in den ersten Minuten nach dem Upload ist es enorm wichtig, viel Interaktion auf dem Video zu haben, damit das Video auch mehr neuen Leuten vorgeschlagen wird. Deswegen würde es mich riesig supporten, wenn du einfach mal einen Kommentar für den Algorithmus schreiben würdest und dieses Video liken könntest, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, mir auf dem Weg zu einem... 1000 sage ich schon, 1000 haben wir ja schon, 10.000 Abonnenten zu supporten, weil das ist ein ziemlich großer Traum. Jetzt aber genug geschnackt, es geht weiter. Wir kaufen erstmal Pillars und dann kaufen wir noch das da, okay. Können wir jetzt irgendwann mal ein Auto-Collect einsammeln? Das ist wirklich sehr, sehr, sehr nervig, die ganze Zeit hier drauf zu tappen. Wir können auf jeden Fall hier nochmal einen neuen Stamper-Dingsbums hier kaufen und dann gibt es ja bald noch einen. Und ja, immerhin werden die nicht schneller, aber es ist schon hart nervig, die ganze Zeit anzuklicken. Ich hoffe, dass man bald irgendwann mal einen Autokollektor kaufen kann, weil dieses ganze Klicken, das ist schon hart nervig. $1000 sind gefarmt, vielleicht reicht das ja hier, um noch einen danach zu kaufen direkt. Leider nicht, aber immerhin drucken wir jetzt schon 2 und dann bald 1. Vielleicht können wir dann ja bald sogar einen Autokollektor kaufen, Digga. Ich will endlich hier einen Autokollektor kaufen, damit wir nicht mehr die ganze Zeit mit Klicken beschäftigt sind und auch mal uns ein bisschen hier umgucken können, weil wir haben ja schon ziemlich viel gekauft. Jetzt drucken wir auf jeden Fall schon 1. Und jetzt Homework-Printer. Oh mein Gott, es gibt noch einen Printer. Bevor es einen Autokollektor gibt, kommt einfach noch ein Printer hier und nimmt uns dann einfach dementsprechend komplett auseinander. Ich guck mal eben, dass wir noch ein bisschen was an Homeworks collecten und dann mal dieses hier kaufen. Eventuell bringt uns das ja schon weiter. Ich meine, eine A bringt uns jetzt schon $175. Und da sollten wir eigentlich schnell in der Lage sein dafür, die neuen Walls zu kaufen. Und vielleicht gibt es dann ja endlich einen Autokollektor. Oh mein Gott, nein, gibt's immer noch nicht. Mein Gott, wann gibt's endlich einen Autokollektor? Was gibt's denn hier? Es sind alles nur Printer. Es gibt keine Autokollektoren, Digga. Das ist ja richtig nervig. Ich habe mich jetzt erstmal hingesetzt, die 15k für den neuen Printer zu sparen. Und da gibt's schon wieder den nächsten Printer. Und oh mein Gott, es hat mich das gerade erschrocken. Ja, gibt's schon wieder den nächsten Printer, der jetzt hier auch direkt was ausspuckt. Sehr schön. Und dann können wir nochmal den Book Report Printer kaufen. Ach, das wird auch nochmal ein Preischen. Was haben wir denn hier? Können wir das hier nicht einfach jetzt collecten oder so? Ist ja voll kacke. Wieso backt denn das hier so alles fest? Die sind einfach im Boden drin, die. Wir haben uns für 15.000 einen Printer gekauft, der einfach die Dinge in den Boden reinbacken lässt. Ey, das ist ja voll nervig. Okay, die Frage ist, was können wir jetzt hier noch machen? Es gibt ja richtig viel. Eine Cafeteria für 5.000 Coins hier draußen ja auch noch. Aber ich würde sagen, wir bauen uns als erstes hier mal weiter raus. Also aus dem Weg hier, also aus dem Printerraum raus. Jetzt hier erstmal den hier. Wahrscheinlich den ersten Raum freigeschaltet. Wir brauchen ja auch irgendwann mal die ersten Schüler, die hier ein bisschen chillen. Dann haben wir einen Graphic Science, ein Graphic Room. Okay, können wir dann nochmal was kaufen? Eine Tür, ne, damit man hier auch reingehen kann. Problemlos. Es gibt eine ganze Menge Zeug zu kaufen. Und ich denke, wir müssen uns jetzt erstmal dran setzen, unseren Printer weitestgehend nochmal auszubauen.
Also, ja, hier nochmal ordentlich viel Zeit dran stecken, ganz viel klicken und hoffen, dass wir irgendwie so weiter nach oben kommen und ein bisschen mehr Geld nochmal bekommen, damit wir uns ein bisschen weiter hier alles kaufen. Zwei Sachen. Erstens, wir haben 100.000 Dollar, um sie auszugeben. Zweitens, Digga, meine Katze kam gerade auf meinen Schoß gesprungen. Ey, einmal drauf und ich bin einfach voll mit Haaren, ey. Die hat gerade so fett Fellwechsel. Naja, wir kaufen jetzt erstmal das Ding hier und das war jetzt erstmal tatsächlich das letzte. Nein, 75k da der nächste. Ja gut, den holen wir uns jetzt erstmal nicht. Reicht jetzt erstmal, dass wir den für 45k geholt haben, der jetzt auch da nochmal schön hier seine Prinz macht. Und wir kaufen jetzt hier erstmal ein bisschen weiter diesen ganzen Quark hier. Eventuell haben wir dann ja bald endlich den Autokollektor an und wir haben schon 100k ausgegeben. Ja, so schnell kann es gehen, 100k auszugeben. Oh Leute, genug für den nächsten Printer ist auch gespart und wir holen uns den jetzt einfach. Mein Gott, okay, es ist nur ein Upgrader. Es ist nur ein Upgrader, Fotokopierer. Es ist super. Aber der nächste, der kostet 150k. Ich hoffe, dass man danach einfach ein Auto-Collector kaufen kann, dass nicht diese ganze Schere, dieses ganze Ding, dieses ganze Konstrukt hier aufzubauen, reine Time-Waste war. Besonders schön ist ja auch, dass hier die ganze Zeit Dinge festbuggen und ich die ganze Zeit so befreien muss, weil die irgendwie die ganze Zeit ins Fließband hier reinbuggen. Ich weiß nicht, was da los ist, aber irgendwie ist das komisch und irgendwie auch nervig, weil wir haben die uns gekauft und jetzt können wir die nicht mal richtig benutzen, weil ihr seht, die buggen einfach wirklich alle fest. Ab und zu rutschen da mal welche durch, aber grundsätzlich buggen die einfach fast alle fest und man muss alle paar Minuten hier hinrennen und hier einmal ein bisschen durchlaufen, um ein bisschen hier aufzuräumen. Ja, das ist wirklich nicht schön. Das ist wirklich nicht schön. Ich würde tatsächlich sagen, weil wir jetzt so viel Time hier rein schon gesteckt haben, dass wir mal endlich anfangen, ein bisschen was zu machen. Aber wir müssen ja irgendwie mal, wir sind immer noch bei 0 Schülern, dass wir irgendwas mal machen. Sehen wir mal Lab Classroom hier mal reinhauen und eine Door auf jeden Fall. So, sehen wir mal Tables reinklatschen. Okay, und dass wir das hier mal komplett einrichten, damit wir vielleicht auch mal ein paar Schüler hier drin haben. Damit, ja, eventuell auch wir dadurch ein bisschen Geld theoretisch bekommen könnten. Ich weiß nicht genau, ob man dadurch auch Geld bekommt, aber theoretisch müsste man ja, ne? Eine Schule lebt ja davon, dass irgendwie Schüler kommen, irgendwie, keine Ahnung. Und ja, damit haben wir den ersten Klassenraum so ziemlich fertig gemacht, aber irgendwie laufen hier immer noch keine Typis und Typinnen rum, die hier zur Schule gehen wollen. Wir können mal eben hier nochmal ein bisschen das alles hier kaufen, das ist ja auch noch schön günstig. So, hier nochmal eine Frontdoor reinklatschen. Okay, Cafeteria. Dafür reicht das Geld dann auch nicht wieder. Wenn dieses Video 10 Likes bekommt, dann werden wir natürlich auch nochmal ein paar neue Sachen kaufen. Und jetzt farm ich als erstes wieder so 50.000, 60.000 Dollar, damit wir weiter alles kaufen können. Ich hoffe, wir sehen uns gleich nach dem Cut. Ich hoffe jetzt einfach, 300.000 reichen aus, damit wir hier nochmal die ersten Schüler reinbekommen. Ich weiß gar nicht, was man machen muss für die ersten Schüler, damit man die überhaupt bekommt. Wir gucken als erstes mal, ob wir hier nochmal ein bisschen mit wegen Wege und sowas alles, ob wir das hier kaufen können. Das ist halt alles super teuer, na egal. Es wird alles sich hier gekauft, damit wir hier draußen wenigstens schon mal diesen Bereich haben. Und eventuell kommen ja so neue Schüler. 200.000 kostet der Busstopp. Der ist sich jetzt gekauft und jetzt müssten ja dann auch die ersten Schüler hier eintreffen können. Ich meine, wir haben 200.000 dafür ausgegeben. Wenn jetzt keine Schüler kommen, dann weiß ich auch nicht. Aber bisher sind immer noch 0 Leute bei uns drin. Ja, das sind alles Dinge, die braucht man jetzt bisher nicht. Wir haben auf jeden Fall schon mal den Eingang hier relativ schön gemacht. Und jetzt auch nur noch 71.000, Digga. Man farmt 30 Minuten für 200.000, um dann alles auszugeben mit einem Schlag. Lunchtime. Okay, das ist für uns vielleicht ein Zeichen. Wir probieren, die Cafeteria zu kaufen. Ja, Digga, das ist... Es ist wirklich kompliziert, hier eine Schule aufzubauen. Es ist alles super teuer. Und vom Staat Zuschüsse gibt es leider nicht. Aber egal, wir ziehen es weiterhin durch. Wir bauen die Cafeteria auf und eventuell haben wir auch bald die ersten Schüler bei uns dann drin. Wenn es dann dazu kommt, der kostet ja 35.000 für Lunch Tables 3. Es ist wirklich unfassbar, wie teuer hier alles ist. Ah, ein Student kostet uns 300 Dollar. Ja, dann kaufen wir erstmal ein paar Studenten. Hier in die Schule rein. Student, das sind Lehrer. Ah, okay. Erstmal ein paar Lehrer gegönnt. Nee, das ist Student. Ich weiß es nicht. Teachers kosten 500 Dollar. Ja, okay, jetzt weiß ich auf jeden Fall, wie das alles funktioniert. Ein Bus können wir es auch nochmal kaufen. Ja, erstmal haben wir 17. Ach so. Ah, okay, wir müssen als erstes ein paar hier wieder abheuern. Okay. Wir müssen ein paar wieder wegmachen. Wir lassen es erstmal bei 2 hier. Nehmen wir nochmal 2 davon mit. 2 davon mit. Und dann sparen wir jetzt erstmal auf den Bus. Cafeteria-Worker können wir uns auch nochmal holen. Und
Ja, jetzt muss ich erstmal noch ein bisschen Geld sparen, damit wir auch noch mal ein paar Angestellte haben können. Okay, das da unten sind unsere Angestellten. Ja, das ist man natürlich. So, jetzt bekommen wir halt auch Geld, ohne dass wir irgendwie die ganze Zeit klicken müssen. Wir gehen jetzt hier erstmal hier drauf und holen uns jetzt erstmal einen Bus. Let's go. Wir haben einen Bus uns geholt. Und ja, wir gucken jetzt erstmal, dass wir von jeder Sache einen benutzt oder einen haben. Okay, das funktioniert nicht. Ja, dass wir uns von jeder Sache erstmal... Okay, ja, cool. Dann holen wir uns jetzt erstmal von jeder Sache ein. Obwohl, das können wir ganz hier unten gar nicht holen. Okay, aber erstmal hier ein Player. Okay. 6000. Achso, ich muss ein Gym dafür haben. Okay. I get it. Jetzt laufen hier auf jeden Fall erstmal schon mal ein paar Viechers rum. Aber wir brauchen natürlich noch Schüler irgendwie bei uns drin. Ne? Hier laufen bisher ja nur Lehrer rum. Und ja, irgendwie fehlen hier uns drin die Schüler. Also, keine Ahnung, unsere Schule ist halt auch irgendwie nicht so krass jetzt hier gerade am Innensein. Wir haben nicht besonders viel, wir bieten bisher ja nur Physik an. Und ja, eventuell Schulausflüge. Aber jetzt kriegen wir immer nebenher schon mal ein bisschen Geld. Das ist super. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig über nach oben freuen. Wir machen nämlich an der Stelle einfach mal im nächsten Video weiter. Weil das Video geht ja wahrscheinlich schon wieder viel zu lange. Bis dahin, hauen Sie rein. Ciao, Leute.